Ja, das Problem mit der Sprache muss ich nochmal aufnehmen. Wir wissen, dass das ja auch in der Politik angekommen ist. Also, I can English. Ich schicke mal ganz jetzt für euch, die das nicht hören wollten, mal kurz für die nicht Deutsch sprechenden voraus. I've decided to speak German mainly because 98% of the people here are German and I find it a little weird. It may be polite to the non-German speaking world to do things in English, but I know some of us think their English is way better than it really is, and I have suffered through a lot of presentations by Germans speaking English where I wanted to cringe and disappear. You know, confirms all the prejudice you have. I can click my heels and do the accent, but I'd rather not. So I have decided to go for a compromise. I have put more words on my slides than I would normally do, and they're in English, but I'll be speaking German. So make of that what you like, but that's how I'm going to do this. Also, es gibt etwas mehr Texte, als ich normalerweise machen würde. Das haben Sie ja verstanden. oder? Man weiß ja nicht, aber die Deutschen denken ja immer, wenn wir Deutsch reden, sind wir provinziell. Aber Europa ist nun mal vielsprachig. Das ist ein Vorteil, den wir haben. Übrigens, kein Nachteil. Ich habe natürlich wie jeder Deutsche mich über an das Thema gemacht und Mikro, Makro. Heute Morgen habe ich gerade erst gelesen, ist Mikro. Wunderbar, ich bin ja eigentlich von Hause aus so Mikrofuzzi, ich mache Schriften und so Kleinkram, was aber keinen weiter interessiert. Das Problem mit uns Designern, deswegen bin ich auch hier eigentlich, ist, dass wir diese kleinen Kisten bauen. Und wir vergessen mitunter, dass unsere kleinen Kisten in große Kisten passen müssen, die wieder in große Kisten passen müssen, die am Ende vielleicht sogar die ganze Welt bedeuten. Und alles ist ja miteinander, wie wir schon gehört haben, verwandt, verschwägert, hat eine gewisse Selbstähnlichkeit. Also wir müssen lernen, aus diesen Kisten rauszukommen, weil was passiert, wenn man nur in Kisten denkt und keine Fragen stellt? This looks absolutely perfect. I mean, it's the right proportions. It'll be this color, right? Yeah. 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 That's just terrific. I mean, it almost looks like the real thing. I got it. Yeah. When we get the actual set, when we get the piece, it'll follow exactly these specifications. I mean, even these contours and everything. I don't understand it. But I mean, when the actual piece. Well, when you build the actual piece. But this is what you asked for, isn't it? Well, this is the piece. This is the piece? Yes. Are you telling me that this is it? This is scenery? Have you ever been to Stonehenge? No, the triptychs are, Stonehenge. The triptychs are 20 feet high. You can stand four men up on. Ian, I was this is, this is insane. This isn't a piece of scenery. Look, this is what I was asked to build. 18 inches, right here. It's specified, 18 inches. I was given this napkin, I mean. Forget this. Fuck the napkin. Ich weiß ja nicht, wer von euch, schrägstrich Ihnen, Spinal Tap noch kennt. Das wunderbare, der Film über eine englische Popgruppe, die es natürlich nie gegeben hat. Das war die Szene, wo die Designerin sich an die Vorgabe gehalten hat. Man sieht das vorher, im Taxi schreibt einer, und es ist ja einfach, zwei Striche sind Zoll, ein Strich ist Füße. Bekannt, da sieht man wieder, wie durchsichtig das System ist, also Meter statt Zentimeter oder umgekehrt. Und dann kommt eben sowas bei raus. Beneath the haunted moon, for fear that daybreak might come too soon. Es gibt ja in Deutschland das Sprichwort, das auch Zwerge abends lange Schatten werfen. Also man kann das Problem auch auf diese Art lösen. Ich bin aber eigentlich hier angesagt, das ist jetzt etwas groß geraten, wahrscheinlich am Telefon, Redesign Design. Das ist natürlich, das würde ich mir nicht vornehmen. Aber es gibt einen neuen Ausdruck, der heißt nämlich Design Thinking. Das heißt, dass wir aufhören, ich rede jetzt von uns, wir Designer, die, wie gesagt, diese kleinen Kisten basteln, dass wir aufhören, uns nach allen Vorgaben nur zu richten oder vielleicht selber etwas denken. Der Erfolg des berühmten Ei des Kolumbus war ja, dass er einfach sich nicht an die Regeln nicht gehalten hat und neue Regeln aufgestellt hat, was ja manchmal hilft. Denn normalerweise, also sagen wir mal, wenn wir unsere Mütter fragen, was ein Designer macht, Mütter sind ja immer ein ganz guter Maßstab, dann sind das die Leute, die eben, es gibt Designer-Schuhe und es gibt ja auch inzwischen sogar Designer-Pizza und Designer-Jeans, die kosten alle ein bisschen mehr. Und wir wissen auch zum Beispiel bei der berühmten Designer-Zitronenpresse von einem französischen Designer, dass sie nicht funktioniert, aber jeder hat sie zu Hause, weil sie eine Ikone ist oder ein Monument. Und wir wissen auch, dass Designer-Sachen alle etwas mehr kosten.
So sehen wir im Allgemeinen aus. Wir haben alle die schwarzen Klamotten, die Designerbrillen und gucken die ganze Zeit auf Bildschirme. Das heißt also, für die meisten Leute und damit auch für die meisten Firmen, also für die meisten potenziellen Auftraggeber, sind wir Leute, die irgendwas Spezifisches machen. Das fängt an beim kleinsten Briefbogen, geht eventuell bis zum gesamten Gegenstand, also ein Auto oder irgendwas entwerfen. Aber dass man uns eventuell mit Problemen befasst, die nicht auf ein Produkt rauslaufen, ist eine relativ neue Erfindung. Also neuerdings, es gibt diese Entwicklung, die Bewegung, kann man schon fast sagen, Design Thinking. Also man kann das, was wir können als Designer, nämlich visualisieren, Sachen auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, vielleicht auch anders, durchaus nutzen, um Probleme zu lösen. Das Problem mit dem Probleme lösen ist, dass wir immer nur das wiederholen, was es schon gibt. Aber eigentlich sollten wir anfangen, darüber nachzudenken, neue Lösungen zu finden, nicht nur alte Probleme zu lösen. Denn wie gesagt, wenn man alte Probleme löst, bewegen wir uns nie aus dieser Umgebung von auch altem Denken. Es gibt hin und wieder allerdings einige Bereiche, sagen wir mal Buchhaltung oder Bank, das Bankwesen, wo das kreative Lösen vielleicht nicht so angesagt ist. Also das muss ich mal auf Englisch übersetzen. This is the short explanation how investment banking works. Wir haben das ja erlebt in letzter Zeit, die Banker sind kreativ geworden. Und keiner von uns versteht es, die Banker eingeschlossen, verstehen es ja auch nicht, wie sie selber erklärt haben. Also es gibt sicherlich Grenzen für Gebiete, wo wir vielleicht nicht Neues erfinden, sondern beim Alten bleiben sollen. Aber ich bin der festen Meinung, und es kommen gleich zwei Beispiele dazu, dass wenn man wirklich Design Thinking als Terminus nimmt, also das Design-Denken, ich habe noch keinen deutschen Begriff dafür gefunden, dass wir nicht nur neue Produkte entwickeln können, die wir vielleicht sogar wirklich brauchen, auch neue Geschäftsideen, neue Geschäftsformen, neue Strategien, sogar eben das Denken selber neu erfinden können. Es gibt zwei Beispiele. Das eine kennt natürlich jeder, es wird auch auf jeder Designkonferenz immer wieder gezeigt, weil es natürlich ein Beispiel ist, was wir alle kennen, was natürlich exemplarisch ist. Es gibt aber ein großes Missverständnis. Alle Leute denken, iPod, iPhone und so weiter ist ein Design-Klassik. Ist er zwar, aber nicht wegen des Designs. Denn das ist, wie wir alle wissen, schon ein bisschen älter. Die Designsprache des iPods und Jonathan Ives, der Erste, der es zugibt, kommt aus den 60er Jahren. Der Mann hieß bei uns Dieter Rams. Also es ist ein man kann sagen, Wiederaufwärmen, es ist eine Anwendung dessen, was es schon mal gab. Fast alles, was im iPhone enthalten ist, wird ja auch nicht von Apple gemacht, sondern die sind halt schlau genug, dass sie durch laterales Denken das Zeug finden. Jemand hat eben so ein Ding gemacht, was man schüttelt und dann kann das iPhone das lesen und so weiter. Also das sind alles Empfindungen, die zusammengebracht werden. Also das Denken ist daran das Neue. Das iPhone ist deswegen kein Designklassiker, weil es so schick aussieht, sondern weil es Teil eines Systems ist. Und ich denke, dass fast jeder hier im Raum mal daran teilgenommen hat. Es wurde ja erstmal iTunes erfunden. Also es gab eine Website, es gab überhaupt jemand, der hat verhandelt mit der Musikindustrie. Ich weiß nicht, ob wir Leute sind, die noch in der noch existierenden Musikindustrie arbeiten. Heißt die Musikindustrie auf Deutsch Musikindustrie? Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Im Musikwesen, im deutschen Musikwesen, die sich ja selber auch verwest hat, wie wir gelernt haben, weil sie einfach die Welt nicht wahrgenommen haben. Und es hat jemand wie Apple geschafft, mit den Leuten zu verhandeln, was rauszukriegen. Das ist eine Leistung, die man gar nicht genug einschätzen darf. Also, der Erfolg vom iPod / iPhone und so weiter ist, dass es ein Produkt ist, aber vor allen Dingen ein System und hinter dem System vor allen Dingen ein Service. Denn ich kaufe andauernd Kram, den ich natürlich kein Mensch braucht. Also ich habe, glaube ich, mindestens inzwischen 80 oder 100 Anwendungen hier drauf, von denen ich drei Viertel schon wieder vergessen habe. Aber für 99 Cent oder 2,99 €, das ist ja, ich denke mal, wenn ich rauchen würde, könnte ich jeden Tag für das Geld vom Rauchen drei iPhone-Anwendungen kaufen und wäre viel gesünder dabei. Also es kostet nichts, es ist einfach, entsteht noch nicht mal Papier. Also ich habe diese Dinge natürlich nie ausgedruckt. Das läuft in meiner amerikanischen Adresse, das läuft überhaupt keine Buchhaltung, ist egal, weil wegen $2 mache ich keine Buchhaltung auf, das ist völlig idiotisch, das lohnt sich nicht, sowas abzusetzen. Also deswegen funktioniert das System, es funktioniert aber auch, weil natürlich Apple es geschafft hat, ein Brand, eine Marke zu werden, die jeder haben will. Also man sieht das Zeug und sagt sofort, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Man will in dieses Ding in New York, das ist da Park Avenue, da geht man in den Keller, eigentlich ist das Ding, also auf Deutsch würde man sagen Luftschutzbunker, aber es ist eben von außen begehrlich, man will da reingehen. Ich habe noch ein zweites Beispiel, ist etwas komplizierter. Eine Bank, Banken hatten wir schon, sind ja nicht so angesagt zurzeit, das haben ja auch selbst einige Banker gemerkt, dass sie
das Wort Banker sich auf ein anderes englisches Wort reimt. Und also Banken sind nicht so wahnsinnig angesagt. Aber also muss man neue Leute suchen. Diese Bank in Amerika, die, wenn Sie genau hingucken, gleich auch noch zu erkennen ist, hat gesagt, wir brauchen Leute. Wir haben uns ausgedacht, so Frauen mittleren Alters mit Kindern haben wir nicht genug. Also was macht der Designer? Er geht los, und der vernünftige Designer, und fragt erstmal rum, wie seht ihr diese Bank, warum seid ihr nicht bei der, wie macht ihr das? Und dann haben sie festgestellt, dass inzwischen ja fast alle ihre Rechnungen, zumindest in den USA, online bezahlen. Und das kommen diese doofen Summen raus, sagen wir mal, bei der Stromrechnung, sagen wir, hier steht es von $42.23. Da haben die Leute alle aufgerundet, weil sie wussten, nächstes Mal wird es ja wieder abgezogen. Weil das ist ja wie ein Konto, also die Stromfirma gibt mir nächstes Mal meine $2 sonst was zurück. Also habe ich erstens mal den Effekt, dass ich mir das besser merken kann. Ich habe jetzt eben $45 an Strom bezahlt, nicht $42.23, kann sich eh kein Mensch merken. Und ein großes Problem ist, was wir alle wissen, der Amerikaner schlechthin spart ja nicht. Der Deutsche schlechthin spart, wir haben einen Sparmillion, ich weiß nicht, wie viele Billionen habe ich irgendwo gestern gelesen. Also jeder von uns hat theoretisch, ich weiß, dass das für uns hier wahrscheinlich nicht zutrifft, quasi 10.000 Euro auf der Kante. Einige haben eben 10 mal 10.000, einige haben nur 100. Aber im Prinzip sparen wir, der gewöhnliche Amerikaner spart nicht. Der gewöhnliche Amerikaner hat, weiß nicht wie viel, zigtausend Dollar Kreditkartenschulden. Die sind im Augenblick bei 28% Zinsen. Das weiß nur keiner. Die wundern sich nur, warum es immer mehr wird, obwohl sie jeden Tag abzahlen. Also hat die Bank den Anreiz gesehen, man kann den Leuten zum Sparen verhelfen. Nun würde man normalerweise erwartet von klassischen Designern, okay, machen wir einen neuen Brand, wir nennen das irgendwie Housewife-Account oder irgend sowas, oder kann man nicht sagen, was Besseres, whatever, Working Ladies Account, whatever, und machen dafür eine Werbekampagne, kriegen vielleicht auch Preise dafür, was ganz Cooles Neues, geben einen Haufen Geld aus. Stattdessen haben die Kollegen ein neues Bankkonto erfunden, in dem es nämlich von der Bank sogar unterstützt wird, dass man aufrundet. Das heißt, Keep the Change hat natürlich einen Titel mit dem üblichen Register oben dran. Hier ist so ein Beispiel. Bin noch mal näher reingegangen. Die Bank gibt noch was dazu. Also ich runde nur meine 30 Rechnungen, die ich bezahle. Das kann auch ein Einkauf bei Walmart sein mit meiner Debitcard, also mit der Karte, die auf die Bank dann rüberläuft. Und das bisschen Sparen, da komme ich im Jahr immerhin schon bei $231 an. Das ist nicht wahnsinnig viel Geld, aber es ist noch besser, als jeden Tag $200 Zinsen zu bezahlen für überzogene Konten. Also das ist für mich eine Designleistung, die Design Thinking darstellt. Und dazu kommt noch, dass die Bank, die Zahlen sind verlässlich, ich habe das vor 2 Tagen nochmal nachgeguckt, 1,8 Billionen, also bei uns sind das Milliarden, sind da schon auf den Sparkonten angelaufen, was wie gesagt für amerikanische Verhältnisse viel ist. Und 10 Millionen neue Kunden hat die Bank damit gewonnen, indem sie in die Breite gedacht hat, nicht nur in die Enge. Also, das ist mein Appell sozusagen, auch an uns alle Designer, dass dieses Klischee des einsamen Kreativen, der da irgendwie nachts unter seiner Lampe sitzt und dann irgendwann plötzlich, meistens morgens um 2, diesen Heureka-Moment hat und sagt, jetzt weiß ich, wie es geht, und dann irgendein Logo dahin macht oder ein Plakat malt, was sowieso kein Mensch mehr braucht. Das stimmt ja ohnehin schon lange nicht mehr. Alle, die hier in der Branche arbeiten, wissen, dass wir in Teams arbeiten, dass wir Prozesse gestalten, die unsere Auftraggeber nachvollziehen können. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich das C-Wort oder auf Deutsch das K-Wort, also der Kreativität, sehr, sehr selten und ungern benutze, weil es sehr ausgewrungen ist von so dieser selber Atmen-Szene und Häkeln und sonst wie. Also Kreativität hat ja inzwischen wirklich jeder Schäferhund schon. Und da muss man sehr mit aufpassen. Trotz allem glaube ich, dass es wirklich die Ressource ist in der Welt, die unglaublich weit verbreitet ist. Auch im größten Slum der Welt sind Leute kreativ. Man braucht nämlich nur das Hirn dazu. Das Hirn ist, wie wir alle wissen, unglaublich leer. Also wir können da viel mehr reinpacken. Das Problem, was wir auch bei unseren Festplatten haben, wir wissen nie, wo der Scheiß ist. Aber es ist eigentlich ja alles drin und man kriegt noch viel mehr rein. Also das Hirn kann ich nur empfehlen. Es ist eine wunderbare Ressource, das sollten wir mehr anwenden. Und ich glaube, dass wenn wir Designer uns darauf verständigen und unsere Aufträge darüber entsprechend briefen und finden, dass wir damit eine Riesenbewegung anzetteln können, weg vom Kleinen, weg vom Mikro, hin zum Makro, an den Lösungen der Welt teilhaben. Statt dieses zu machen, das ist immer eins meiner Lieblingsbilder, das habe ich neulich wieder in Schweden aufgenommen, das macht kein Designer. Da steht, ich übersetze es mal auf Deutsch, da darf niemand anhalten zwischen 5 und 11 und auch nicht zwischen 5 und 11 und schon gar nicht zwischen 5 und 11. Und da unten darf man auch nicht abladen, auch nicht zwischen 5 und 11, schon gar nicht zwischen 5 und 11 und erst recht nicht zwischen 5 und 11.
Das nennt man 300% oder 200% redundant, je nachdem, wie man rechnet. Das würde nie einer von uns machen. Und das ist genau, was mit der Welt nicht in Ordnung ist, dass wir immer noch von solchen Leuten abhängig sind, die alle Regeln durchdeklinieren müssen, alle Regeln buchstabieren müssen. Wir müssen endlich anfangen, da einen diagonalen Schnitt durchzumachen. Es geht noch, kommt noch eins. This is a top to you know, what we use on stage, but it's very, very special because if you can see, yeah, the numbers all go to 11. Look, right across the board. 11, oh, 11, and most 11, of the amps go up to 10. Exactly. Does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, most blokes, you know, be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up, yeah, all the way up. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? These go to 11.